Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich möchte dir in diesem Video erklären, was du als Golf-Newcomer tun kannst, um öfters so einen Schlag ins Grün zu schaffen. Ich habe einen 87 Meter Schlag zur Fahne, habe Gegenwind, habe ein Wedge in der Hand. Es kann sein, dass du mehr brauchst, auch wunderbar. Aber mit diesem Schläger komme ich zur Fahne. So, welche Technik ist notwendig? Welche Technik ist am einfachsten, um so einen Schlag hinzubekommen? Und das wäre auch gut für Situationen, wo du Wasser vor dir hast. Da hat man den Druck, das Grün zu treffen. Und es wäre doch so schön, wenn wir es schaffen könnten, und zwar regelmäßig. So, ich werde jetzt den Schlag erstmal vormachen, hoffentlich auch das Grün treffen. Und dann gebe ich dir ein paar wichtige und, glaube ich, sehr hilfreiche Tipps. So, der sieht gut aus von der Richtung und, oh, mit dem Ball kann ich leben. Ich hole kurz meinen Divot. So, ich trainiere sehr viele Golfer mit höheren Handicaps, und was sehr wichtig ist und was sehr hilft, ist die Gewichtsverlagerung und dann das Schlagen. Wir wollen das Verlagern aus Rechtshänder nach rechts, dann nach links mit dem Schlagen des Balles richtig kombinieren. Also das Timing muss stimmen. Und wenn du Folgendes tust, ist das Gesamte viel, viel einfacher. So, beim Ausholen musst du bewusst das rechte Bein belasten. Das ist notwendig, weil wenn du das tust, wird die Verlagerung nach links viel automatisierter sein. Zuerst mal rechts, dann links. Manchmal lasse ich meinen Schülern die Füße heben. Das kannst du tun, ein bisschen tanzen. Ich hebe das linke Bein beim Ausholen und dann beim Durchschwingen hebe ich das rechte Bein. Das muss man erstmal kombinieren. Und so ist man rechts, dann links. Achte bitte darauf, dass wenn du das tust, dass dein Kopf ziemlich mittig ist. Aber du musst spüren, wie du rechts bist. Vielleicht rechts innen. Das spüren. Rechts. Und durch das Beinheben spürst du das ganz gut. So, rechts, links. So, ich schlage vor, du tust es jetzt, gleich während du dieses Video anguckst, steh mal gerade und verlage rechts, dann links. Und den Kopf einigermaßen mittig lassen. Okay, so, diese Verlagerung ist so wichtig, weil das wird dir Power geben und es wird dir helfen, den Ball sauberer zu treffen. Erst den Ball und dann den Boden. Das ist das Ziel. So. Jetzt kommt wahrscheinlich das Wichtigste des Videos, aber es ist ohne diese Verlagerung nicht möglich. Nachdem du ausgeholt hast und das Gewicht nach rechts verlagert hast und dann nachdem du das linke Bein belastet hast, diese kleine Verlagerung gemacht hast, dann ist es Zeit zu schlagen. So, ruhig mal, wenn du übst, kannst du ruhig zu dir selber reden und sagen, rechts, links, schlagen. Rechts, links, schlagen. Siehst du, dass ich mein Gewicht erst links ist, bevor ich den Boden berühre? Und ja, den Boden zu berühren ist total wichtig. Ich werde jetzt mit mir reden und das tun. Rechts, links, oh. Da habe ich zu früh geschlagen. Und das ist übrigens ein Fehler, der vorkommt von, ja, wird zu früh geschlagen. Das Gewicht wird schon nach rechts verlagert, aber dann das Erste, was der Golfer macht, ist nach unten zu schwingen und den Ball zu schlagen, bevor er das Gewicht verlagert hat. So, bitte erst rechts, dann links und dann schlagen. Okay, so, ich sag's laut. Rechts, links, schlagen. Und es ist so schön, du kannst dich dann
trauen, nach unten zu schwingen, und du wirst den Boden später treffen. Du wirst den Ball und dann den Boden treffen. So, letzter Versuch. Dieses Mal werde ich es mit Hieben tun. Das kannst du gerne auch tun auf der Range. Das macht immer meinen Schülern viel Spaß. Okay, so, rechts, links und schlagen. Und ausbalanciert stehen. Bisschen kurz, aber schleck war nicht. So, wenn du das koordinieren kannst, wirst du besser Golf spielen können. Und das geht nicht nur für dieses Wedge, sondern für alles, was du in der Tasche hast. Dieses Timing wird dir helfen. Danke für das Zugucken und bis nächste Woche. Tschüss.